Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich dachte mir, ich packe mal wieder etwas aus. Und zwar... Rindy, so lustig, steuert meine... Bist du? Ich packe mal wieder was aus und habe im Internet ein bisschen recherchiert, was es da so für Boxen gibt, ja? Und Leute, ihr werdet es nicht glauben, es gibt Boxen zu fast allen Themen, ja? Sei es Geschichte, Hexen, Essen, nerdy Stuff, also wirklich zu fast jedem Thema habe ich was gefunden. Ich habe mir gedacht, wir beginnen diese Serie, weil ich würde gerne zukünftig mehr Sachen auspacken. Und wenn euch das gefällt, dann lasst mich das auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen und gebt einen Daumen nach oben. Ich habe mir gedacht, ich beginne damit mit Essen, deswegen habe ich mir die Whole Food Box geholt. Wir werden euch da unten auch nochmal einblenden, wo ich das alles genau her habe, dass, falls ihr das auch mal nachschauen wollt, da auch gerne vorbeischauen könnt. Ansonsten findet ihr alle Links in der Description. Ja, schau mal rein, wo ich das hier aufschneiden muss. Mhm. Auf der Seite gab es mehrere Boxen zur Auswahl und ich habe mich für diese hier entschieden, weil die auch mit Rezepten kommt. Ja? Also es hieß, die Sachen... Okay, jetzt, vor allem jetzt mache ich so auf, dass ihr es seht und ich nicht. Ah, tada! Oh, boah, das ist urschön eingepackt. Ich schaue nur immer wieder ab und an zu meinem Monitor nach oben, ob man das eh auch alles sieht und alles so funktioniert. Also, die Whole Food Box. Komplett ohne Konservierungsstoffe, Weißmehl, raffinierten Zucker und Transfettsäuren. Vollwertig, vielseitig und vegan. Hallo liebe Rebecca, wir wünschen dir viel Freude beim Auspacken deiner Whole Food Box. Herzliche Grüße. Ich kann leider den ersten Namen... Ach, Frank, genau. Und Niki. Das ist sogar handsigniert, also selbst geschrieben. Finde ich voll lieb. Ich finde solche Sachen immer sehr persönlich. Ich mag das sehr gerne. Wenn man mir auf Twitter folgt, kriegt man auch eine persönliche Nachricht übrigens. Also das ist jetzt nicht irgendwie Kooperation oder sowas, sondern alles selbst gekauft. Es gibt auch dazu einen kleinen Newsletter. Da steht etwas über Healthcare starts with Self-Care. Das ist so true. Gesundheit betrifft Körper und Geist. Self-Care-Sachen... die man da drinnen hat. Coaching, eine Kooperation. Ach so, mit so einem Live-Coaching. Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Solltet ihr mal wirklich in einer Phase eures Lebens sein, wo ihr nicht weiterkommt, macht ein Live-Coaching. Ihr müsst euch dafür nicht schämen oder sowas. Manchmal gibt es einfach keine Auswege und manchmal weiß man auch nicht wirklich genau weiter, um mit jemandem vielleicht auch zu sprechen, der Sachen anders sieht und da vor allem auch eine Ausbildung hat. Ihr müsst da keine falsche Scheu oder sowas haben. Aber mit Liebe für dich zusammengestellt steht da jetzt drauf. Lasst uns mal gemeinsam auspacken. Rezepte einmal für 10 Bratlinge. Boah, ich glaube, den Kürbiskuchen werde ich da gleich machen. 10 Bratlinge. Einen Kürbiskuchen gibt es dazu. Und einmal Gewürzkartoffeln mit Dal. Rotes Linsendal. Boah, das hört sich auch voll lecker an. Die Sachen für die Rezepte sollte ich jetzt in der Box haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Steht nochmal, glaube ich, aufgeschrieben, was ich alles drinnen habe. Lasst uns auspacken. Das wird Dreck machen. Darum kümmert sich Zukunftsbecky. Wir haben hier die faire Alternative zu Fleisch. Original Jackfruit. Junge Jackfrucht im Wasser für Eigenkreation. Okay. Ich muss es jetzt einfach aufmachen, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie das ausschaut. Aha. Jackfruit. The fuck? Aha. Ey, das schaut... Ich rieche nichts, aber es schaut aus wie Fleisch. Jackfruit, okay. Habe ich noch nie Berührungspunkte damit gehabt. Kann Spuren von Nüssen und Soja enthalten. Spannend. Okay. Wir haben... Mülleimer, geh einfach zu. Einmal Daily Balance, ein Tea-Tox. Organic Herbal Tea with Lemongrass. Ja, bei Tee habe ich hohe Ansprüche. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie der schmecken wird. Schwarzer Kaffee. Wohl eher was für niemanden von uns. Weder René noch ich trinken Kaffee. Aber ich finde, das schaut mega süß verpackt aus. Ocha Ocha, schwarzer Kaffee ohne Zucker. Ein Getränk mit Kaltwasserauszug aus Röstkaffee. Wassergemahlener Röstkaffee, 100% Arabica.
vor Wärme und Licht geschützt lagern und nach dem Öffnen in 3 Tagen verzehren. Sorte 100% Arabica und Röstung ist Stufe 3. 3. Brühverfahren Cold Brew. Praktisch cremig, körperreich, mild. Trinkt man das einfach so? Chiasamen. Oh ja, ich brauche eh wieder welche. Wunderbar. Was ist das genau? Pure Raw. Natürlich, roh und vegan. Alles Bio. Chiasamen. Salvia Hispantia. Powersamen aus Südamerika. Also sind einfach Bio Chiasamen schön verpackt. Also ich glaube nicht, dass das sonst irgendwas anders ist. Ja, es sind einfach Chiasamen. Ich habe zuerst gedacht, dass es vielleicht noch irgendwas anderes mit dabei ist, aber es sind Chiasamen. Und die einjährige Salbeipflanze Chia stammt ursprünglich aus Mexiko. Schon die Azteken wussten um den Nährstoffreichtum der Chiasamen und integrierten sie in ihre tägliche Ernährung. Als wahres Superfood erfreuen sich Chiasamen immer größerer Beliebtheit. Unsere Chiasamen können pur, gesüßt oder gemischt mit anderen Speisen und Getränken verzehrt werden. Bestimmt auch in einem der Rezepte dabei. Haben wir da? Noch nie in meinem Leben gehört. Was soll das sein? Süß-Lupinenschrott. Aus Österreich. Schrot oder Schrott? Es ist Schrot. Wir führen unseren Familienbetrieb Vita Natur in nun 3. Generation. Seit Beginn ist es unser Ziel, biologische Produkte von höchster Qualität und Kontrolle zu vertreiben, sagt Familie Kraushaar. Das ist ein Grundrezept. 100 Gramm von diesen Dingern mit 250 Milliliter heißer Flüssigkeit übergießen und aufquellen lassen. Und was und wie isst man das dann? Ich habe keine Ahnung. Seit einiger Zeit hat man die Süßlupine wiederentdeckt. Sie strotzt vor pflanzlichen Proteinen. Oh, sehr geil. Also Proteine, ohne dass ich auf Fleisch- und Milchprodukte zurückgreifen muss. Sehr, sehr praktisch, finde ich. Wirklich ausgezeichnet. Die einen hohen biologischen Wert haben. Ihre getrockneten Bohnen werden zu Schrot verarbeitet. Mit diesem Schrot lassen sich leicht Bratlinge, Füllungen und vieles mehr herstellen. Genuss! Du kannst es warm und kalt genießen. Ah, das heißt, wahrscheinlich machen wir diese Bratlinge. Ja, die Bratlinge sind aus dem Schrot. Okay. Die waren grauenhaft. Meine Bratlinge sind leider nichts geworden. Ich habe jetzt einfach mal alles so, also den Rest des Teiges einfach so in der Pfanne angebraten. Ja, und schmecken tun sie auch nicht. Also dieses hier ist nicht so mein Geschmack. Jetzt kommen wir zum Linsental. Ich finde das ja ziemlich cool, dass das eben, also ich wollte extra Rezepte auch zu den Sachen, die in der Box sind. Weil ich finde, das ist ein bisschen useless, wenn du dann die ganzen Sachen hast und dann eigentlich nicht weißt, was du damit anfangen sollst. Rotes Linsental mit Ingwer und Kurkuma. Also das ist das Dal schon fertig, also nicht mal mehr, du musst gar nichts mehr machen. Alle Linsen schon fertig. Und da ist so ein Typ nach dem Rezept von Timo Franke. Er ist ein veganer Starkoch, steht hier. Ich kenne ihn nicht, aber er ist ein veganer Starkoch. Und vielleicht sollte ich mich mal mit ihm auseinandersetzen. Bio, laktosefrei, glutenfrei, ohne Zuckerzusatz und vegan. Also was will man eigentlich mehr? Und die Nährwerte schauen eigentlich auch richtig geil aus. Das ganze Glas hat 300 Kalorien. Easy. Mittagessen in the making. Es gibt ein Linsendal mit Kartoffeln. Wir haben einen New Seed. Ich glaube, die habe ich sogar schon mal gesehen irgendwo. Natural Brain Food, Hazelnut Vanilla, Hemp Seeds and Nut Butter, made to fuel your ideas. Süß! Vielleicht sollte ich das Ding René geben, wenn er dieses Video schneidet, damit er neue kreative Energien bekommt. Hast du es jetzt gebraucht? Hast du es gegessen? Mhm. So, 2 Sachen haben wir noch in dem Ganzen drinnen. Und zwar einmal das Green Umami. Ein Geschmackswunder von Pascal Haag. Taste that matters. Green Umami ist eine vielseitige Gewürzzubereitung und passt besonders gut zu Kartoffeln, Gemüse, Salat und Käse. Und ich sage euch mal, was die Hauptbestandzutat ist. Weil ihr könnt anhand der Aufreihung der Zutaten sehen, wie viel von der Zutat drinnen ist. Also die Zutat, die immer als erste steht, von der ist am meisten drinnen. Und dann ist das eben absteigend. Und am meisten ist hier drinnen Hanfsamen. Schnittlauch, Petersilie, Zwiebel, Meersalz, Paprika, Kokosblütenzucker, Schabziegerklee, Pfeffer, Kümmel und Muskat.
werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich schätze, dass wir das benutzen werden auch beim Linsendal. Für den Kürbiskuchen brauchen wir auf jeden Fall die Chiasamen. Also jetzt so auf die Schnelle sehe ich gerade nicht. Ich schaue nochmal hier drauf. Soul Spice verwendet für Green Umami. Überrascht damit unsere Sinne. Okay, also Sinne werden damit überrascht und gespannt auf den Hanfsamengeschmack, wie das schmecken wird. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Und das letzte ist ein französisches Wort und ich werde es hundertprozentig falsch aussprechen. Taboulé. Ich denke mir einfach mal, weil es ein Accent hat, ein Accent aigu. Oui, oui, oui. Das ist eine Couscous-Mischung. In eine Schüssel geben und mit 230 ml heißer Brühe übergießen. Nach 5 Minuten den Couscous mit einer Gabel auflockern. Ja, das ist eh ganz logisch. Und abschmecken. In der arabischen Küche nennt man den Couscous-Salat Taboulé. Der Hauptbestandteil ist Hartweizengrieß aus unserer Biomühle. Als frische Abrundung fein gewürfelte Gurke oder Granatapfelkerne untermischen. Also da packe ich quasi das Teil in eine Schüssel. Ah ja, und da ist auch schon wirklich alles so an Gewürzen drinnen. Weil das passiert den Leuten sehr oft, wenn sie Couscous machen, dass sie viel zu wenig Gewürze mit ins Wasser reinmachen, wo sie den Couscous machen. Habe ich am Anfang auch gemacht. Mittlerweile schmeiße ich echt viele Gewürze mit rein, damit der Couscous auch mehr Geschmack hat. Weil ansonsten ist so ein Couscous-Salat, finde ich persönlich, ultra fad und langweilig. Ich denke mal, dass ich sicher das ein oder andere Rezept auch auf meinem Instagram-Kanal wiederfinden werde. Und da auch von meinen Erfahrungen sprechen werde. Das sind jetzt die Produkte, die ich aus der Whole Food Box rausgeholt habe. Sagt mir gerne, ob euch dieses Video gefallen hat, in den Kommentaren und vor allem, welche Box ich vielleicht als nächstes testen soll. Ich habe schon so ein paar auf dem Schirm, die ich mir gerne anschauen würde, aber vielleicht macht ihr mich auch noch auf die ein oder andere Box aufmerksam. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert jetzt gerne diesen Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin gebe ich euch einen fetten Sushi-Kuss und sage ciao, ciao!